Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays. Und heute spielen wir weiter The Witcher 3. Wir sind gerade hier in dieser Quest stehen geblieben. Wir sprechen mit dieser eine Göttlinge oder wie die heißen. Ja, und die will nicht rausgehen aus diesem Haus, aber ich will dir nicht so wehtun oder die ist nett. Also treffen wir eine Vereinbarung. Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Sehr schön. Perfekt. So, dann wecken wir mal diese Frau. Und wir können dann mit ihr reden. Sehr schön. Diese schöne Frau schläft noch. Ah, die ist schon aufgewacht. Perfekt. Können wir direkt ansprechen. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber... Stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, hungrige Möbel. An, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Tü, alles klar. Dann gehen wir mal im Goldenen Stör. So, aber zuerst müssen wir noch den Bankier sagen, dass hier spukt. Und kann man nichts machen davon. Okay, wo ist der Ausgang? Nein, falscher Knopf. Ich vergesse immer, welcher Knopf was. So. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Im Haus spukt es immer noch. Ich kriege den Fluch nicht gebrochen. Ja, ich sag das. Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinns bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja, recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe... Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Tja, dann ist gut, wenn du nicht im Armenhaus bist. Ist es für den Notfall, falls das erste bricht? Sehr klug. Ja, sehr klug, ja. 100% alle. Sehr, 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 sehr klug. So. Wir gucken mal erstmal kurz nach den Quests. Ja, das ist immer noch Stufe 7. Machen wir mal eben dann direkt weiter. Jeder weiß, auf dem Rücken trägt man einen Köcher und keine Schwerter. Ja, auf jeden Fall. Oh, die Ratten rennen immer noch. Die verschwinden immer noch weg. Ganz schon viele Ratten, da. Hast du zuletzt bei Hurensohn gespielt? Haben wir gute Arbeit geleistet, ja? Dass die Ratten verschwinden. So, wo muss ich hin? Irgendwo hier rein. Ah, da ist noch eins. Ich nehme diese. Ich frag mal eben nach einem dieser Quests.
Bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau? Ich habe gehört, du suchst deine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu. Als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Gellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, so. Große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt niemand Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Ja, komm, wir helfen ihm. Der Plan ist wirklich verrückt. Aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Alles klar. Welche eine schwarze Perle? Nebenquest. Welche Stufe hat er? Eine schwarze Perle. Wo ist er? Hier. Eine schwarze Perle, Stufe 13. Ja, wir können demnächst machen. Aber zuerst machen wir diese Stufe 7 den Quest. Oho, direkt was gefunden. So, wo ist sie? Diese eine Frau. Diese Träumerin. Ich glaube, die ist oben. Und ich glaube, da gab es irgendeine Schlägerei. So, irgendwo hier muss sie sein. Jawohl, perfekt. Direkt gefunden. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. So, mal gucken. Ich bin bereit. Ja, okay, ich bin bereit. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Na... Ich erinnere mich, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich habe sie in Kermor ausgebildet. Ich habe ihr einmal das Leben gerettet. Sie war dabei, als ich gestorben bin. Oho, was für Antworten. Okay, ich erinnere mich als... Ich erledigte einst einen Auftrag. Sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Komisch. Es steht direkt nein. Ich drück mal nein. Nein. Machen wir weiter. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Ich
Ciri ist ein Kind von Elternblut. Sie wird die Herrin, die Zeiten und Welten genannt. Sie könnte sich nicht richtig kontrollieren. Ja, was soll ich antworten? Keine Ahnung. Ciri ist ein Kind. Ja, ich antworte mal das. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Oh, jetzt kann ich aussuchen. Ja oder nein? Ja, komm, wir erzählen ein bisschen noch mehr. Ja, da ist noch etwas. Ziehen wir weiter. Ich würde den Herrn. Ja, antworte ich mal. Ich bin die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nee. Das reicht langsam. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Ich glaube, Yennefer und Triss. Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Okay, was passiert jetzt? Keine Ahnung, was passiert. Ich glaube, dass dieser Rittersport. Oh, große Explosion. Geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Okay. Danke für deine Hilfe, das Rosmarin und Thymian. Ich weiß schon, was ich drücken will, muss, aber ich weiß nicht, was Rosmarin und Thymian bedeutet. Ja, ich frag mal nach. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Okay, alles klar, der hat ein Bordell geerbt. Coole Sache. Ja, so, liebe Leute, ich mach mal jetzt hier kurze Pause. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.